Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. Ja, eine Folge geht ja noch. Das Zwitschern kam aber nicht von unserer Krähe, ne? Ein Völkchen können wir ja noch machen und inzwischen, ja, in der Aufnahme-Odyssee ist es ein Tag später. Das heißt, für mich, während ihr grad schaut, ich weiß nicht, welches Datum heute ist, aber für mich ist gerade heute der 1.1. Es ist ein Neujahr und ich bin ein bisschen fertig. Es war sehr schön. Tenendo und Curry waren jeweils mit Anhang da und wir haben eigentlich die ganze Zeit Werwolf gespielt und uns gegenseitig beschuldigt und beleidigt die ganze Nacht lang und dann natürlich ein bisschen immer schön gesoffen, ja, und immer natürlich dann um Mitternacht nochmal schön angestoßen und ein bisschen rumgezuppelt, so die Gliedmaßen von sich geworfen, wie das halt so ist mit lauter Musik und so und ja, war schon sehr schön, war echt sehr, sehr cool, muss ich auch mal zugeben. So, alles durcheinander saufen kann man auch mal machen und was soll ich noch sagen? Ah ja, und ich will nie wieder essen. Oh, Alter. Ich will einfach... Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei. Ich will einfach nie wieder essen. Ich Leute, oh, so schäbig gerade. So, oh, First World Problems. Oh. So, ich musste Grim Dawn neu starten. Also nicht den Spielstand, sondern einfach das Spiel habe ich ausgemacht und neu gestartet. Und dann habe ich gerade vergessen eben... Guck mal, man sieht hier schon überall... Aha. Moin. Lohnt sich gar nicht, hier rumzulaufen. Aber die Viecher sind wieder da. Wir könnten jetzt theoretisch wieder rumlaufen, alles wegballern. Das Ding ist, guck mal, hier rechts müssten wir eigentlich noch runter, weil da haben wir was nicht aufgedeckt, wenn wir das wirklich completionen wollen. So. Jo. Läuft. Moin. Moin. Also ich kann hier einfach überall rumlaufen, alles platt machen. Es ist einfach, ja, ist halt doof, dass sie respawnen, aber ich verstehe schon warum. Wenn man zum Beispiel möchte, dass man dann irgendwie, ach guck mal, da geht's auch raus. Ach, das ist ja richtig schön hier, was wir alles übersehen haben. Und dann geht's hier noch, ach warte mal. Ach so, geht's noch rum. Ich dachte, wir haben ein super Secret jetzt noch gefunden, haben wir gar nichts gefunden. Habe ich gedacht, hier super, super Sekret. Moin. So, hat man hier sonst noch... Da können wir noch mal kurz gucken. Dann holen wir uns... Ja, danke. Dann holen wir uns noch mal ganz kurz eben die Sachen, die wir da noch nicht gesehen haben. Aber ansonsten... Ist das ganz... Logbuch des Hafenmeisters. Aber das haben wir schon, oder? Aber wieso stand das da gerade noch? Habe ich das aufgenommen? Nee. Hä? Spiel, was ist los? Ich habe mich gerade gefreut. Ich war so ein bisschen auf der Webseite von den... Ach guck mal, Heiltränke kann man hier auch farmen. War auf der Webseite von den Entwicklern gerade, von Crate Entertainment. Und da stand unter anderem drin, da sind ein paar Leute von Exile und so weiter. Aber gefreut habe ich mich darüber, dass noch ein paar von den alten 38er Studios da sind. Und für Leute, die nicht wissen, was die 38er Studios sind, wie hieß es nochmal? Ah, Mann, Kingdoms of Amalur. Kingdoms of Amalur, dieser unglaubliche RPG-Underdog, das so gut ist und einfach gar nichts mehr kostet und irgendwie... Alter, ich laufe hier einfach rum wie so eine Dampfwalze. Ja, also sind ein paar Leute von dem ehemaligen Kings of Amalur Studio dabei. Und das hat mich sehr gefreut. Und noch mehr gefreut hat mich, dass die Leute immer noch am Start sind, dass das Studio noch am Start sind, dass es bald ein neues DLC gibt und so weiter. Da habe ich mich natürlich auch gefreut. Essensration nehme ich mal mit. So, dann haben wir hier unten nochmal schnell aufgedeckt. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Schnauze. So. Und dann machen wir auch mal ein bisschen weiter. Ich wollte gerade eben erstmal nur von meiner Warte aus natürlich, ich weiß, es ist viel zu spät inzwischen schon, aber da es für mich gerade aktuell ist, hier aus live aus der Vergangenheit, viele Grüße. Sag mal, ist doch nicht wahr, wieso brennt denn hier einfach alles? So, also für mich hier aus der Vergangenheit schicke ich euch viele, viele Neujahrsgrüße. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und ich hoffe, dass das neue Jahr für euch bis jetzt viel besser gelaufen ist als das alte oder generell, dass das neue Jahr für euch einfach toll gelaufen ist bisher. Jetzt müssten wir ungefähr den 12. haben oder so. Ich weiß, je nachdem wann die Folge raus. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nach dem 12. Auf jeden Fall, wie gesagt, das hoffe ich auf jeden Fall. Und dass ihr natürlich wunderbar gerutscht seid. Und dass das Nachbeben des Rutschens... Achso, da war noch eine Quest. Triff dich mit Böhm im Gefängnis. Dass das Nachbeben des Rutschens noch bis heute anhält. So, da ist der Bourbon. Mit dem sollen wir uns treffen. Good, you're back. Ja. I've heard good things from both Kasparov and Barnabas.
You're a real asset to this community. Ja, vor allem bin ich der Einzige, der rumläuft und alles platt macht. Also danke, dass ich jetzt, nachdem ich irgendwie schon zig Boss-Mobs und Sachen und Dörfer befreit und bla bla bla. Ja, danke. Das ist ja total in Relation zu den anderen Leuten, die ja einfach nur rumstehen. One of my scouts came back with news making our next move clear. The dead are heavily concentrated in Burwich Village to the north, past the swamps of Whitemire. There must be a reason why. Perhaps the ethereal behind these attacks is there. We can't know for sure without investigating deeper. Kann es sein, dass ich das schon längst hätte? Ist das nicht? Da haben wir doch schon, oder? You've proven yourself quite resourceful thus far. Your ability to secure rift gates for human use could be a turning point in our situation. With all the activity around Burwich, there's bound to be a rift gate. If you can capture it, that will give us a solid foothold in the area. Wir sollen ein Rift Gate einnehmen. Eins. Oh, warte, ich spule kurz zurück. Oh, ja, da habe ich den wohl ignoriert, den guten Mann. That's excellent. What is the situation there? Ja, da drüben alles ätherische Korruption, aber das Rift Gate ist sicher. Schon seit Folge, weiß ich nicht. Good work. While you were gone, I dug through some of the files in this office, and I think we have our target. As you are acutely aware, ethereals can possess humans and bend them to their will. Mm-hmm. I always had my suspicions, but now I have little doubt. The former warden of this prison is possessed. Well before the Grim Dawn, in fact. Wir reden gerade vom Aufseher Krieg, den wir neulich erst... Naja, so, wie könnt ihr euch da so sicher sein? There have been countless holes in the prison records. Prisoners just disappearing, nein, never to be seen again. The warden's personal logs paint a more complete picture. He's been transferring prisoners into a secret facility underneath his mansion in Burwich Village for years. Nein. What for? I don't know, but I'm sure it wasn't for rehabilitation. There are also several mentions of ethereals and rift gates. I need you to find this man, or whatever he has become. Ja, gut, das steht hier zwar nicht mehr, das passt hier nicht mehr hingepasst, glaube ich. Wir sollen den Mann finden oder was auch immer er geworden ist. Haben wir gemacht. Du musst diesen Mann... Ach, da ist es ja. Der Aufseher... Huch, da bin ich wohl aus Versehen durchgestolpert. Is that so? Care to elaborate? Ich habe ihn ausfindig gemacht und ihn zur Strecke gebracht. Wir sind nicht unbedingt der Geschichtenerzähler. The Warden's defeat is a great victory for us. Nay, for all of humankind. But there are many more ethereals out there. Some much more powerful than Krieg. Perhaps more disturbing, though. There are those of our own kind who would see us dead to take what little we have, or just for the pleasure of killing. Among the innocent who passed through this prison on their way to Krieg's lab were many violent criminals, murderers, and worse. Nein. Many of them escaped to the northwest after the Grim Dawn, forming into ruthless gangs who prey upon drifters still traveling the roads. Since a river separates us and them, they have not been a problem thus far. Except we need farmers to get back to the business of growing food before we all starve to death. The farmland that supplied this region is to the northwest, and we need to secure a hold there. Mornay recently returned from Old Arcovia to the northwest and can give you details on the outlaw situation and what needs to be done. I realize that you have been through much in recent days, but we cannot rest just yet. Natürlich nicht. Ich werde mit ihm sprechen. Wir sollen jetzt nach Nordwesten. Das ist hinter der Brücke, die wir hier hinten, da hinten gesagt, gebaut haben. Da müssen wir als nächstes hin, da wo wir schon ein kleines bisschen rumgelaufen sind. Und dann müssen wir da Mornay suchen. Gut, hier haben wir noch ein Fragezeichen. So you must be the kid that's causing a stir in my absence. Was? You've done good by dispatching Krieg. I knew that man in life. I dread to think of what he had become as an ethereal. Also der war früher schon scheiße und jetzt, naja. Captain Bourbon sagte, ich soll mit euch über die Gesetzlosen sprechen. Da ist ja der Mornay gleich. Ich dachte, der steht auch im Nordwesten, aber gut. Hi. An old mess has come back to finally bite us right in the ass. Ah. The river's kept them at bay for now, what with a broken bridge. It seems the bastards have garnered a taste for the one hole in the world they were once so eager to escape. I'm not going to beat around the bush. We're at war, and if we don't take the fight to them, they will surely bring it to us. I'd much rather fight on my own terms. Wouldn't you? Das würde ich natürlich gerne. Also die Verbrecher von da drüben, auf der anderen Seite der Brücke, wollen jetzt gerne diesen Stützpunkt hier zurückerobern. Ich glaube, weil er so schön zentral liegt zwischen allem. Und wir wollen jetzt den Krieg lieber zu denen tragen. Finde ich gut. Wie lautet der Einsatzplan? With a bridge northwest repaired, I need you to enter the Arcovian foothills and show those bastards we're not a prize for the taking. Last I saw of them, they were mobilizing for something big across the river.
Why don't you head on over there and introduce yourself? Warum gehst du nicht dorthin und stellst dich vor? Das ist richtig. Ich bin auch ziemlich der Meinung, wir werden da nicht unbedingt mit den diplomatischen Mitteln einreisen. Ich glaube, wir machen da die diplomatischen Mittel der Handverkantung quer durchs Gesicht. So, was geschah während eurer Expedition in den Nordwesten? Kurz nachdem wir Durrells Crossing gesichert hatten, brach ich mit Elsa, einer weiteren Kundschafterin, auf, um das Land im Nordwesten zu erkunden. Dort fanden wir eine Einöde, überrannt von räuberischen Bestien, blutrünstigen Psychopathen und Flüchtlingen, die ständig in Angst auf der Flucht sind. Unsere gemeinsame Mission endete, als uns in der Nacht eine brutale Gruppe Gesetzlose überraschte. Elsa war dagegen, ein Feuer zu machen, aber ich war mir sicher, dass wir getarnt waren. Ich war nicht vorsichtig genug und sie hat den Preis dafür bezahlt. Ich dachte, ich könnte sie vor allem beschützen, aber als es darauf ankam, wurde ich von einer Kugel in die Seite niedergestreckt, noch bevor der Kampf ausbrach. Elsa kämpfte weiter wie ein Teufel und erwischte zwei der Gesetzlosen, ehe sie sie bewusstlos schlugen. Sie nahmen sie mit und ließen mich einfach zum Sterben zurück. Aber ich konnte nicht aufgeben, denn ich wusste, dass diese Gangster Elsa hatten. Ich humpelte und kroch und versuchte dann, mich auf den Weg zurück nach Devil's Crossing zu machen, musste aber dann feststellen, dass die Brücke zerstört war. Verzweifelt brach ich zusammen und dachte, dass das mein Ende sei. Einige Zeit später wachte ich in einem kleinen Fischerdorf an der Küste auf. Quaid's Rover-Bande hatte mich gefunden und meine Wunden verarztet. Als ich wieder stehen konnte, schnappte ich mir ein schäbiges Ruderboot und machte mich auf den Weg zurück nach Devil's Crossing. Ich will verdammt sein, wenn ich Elsa diesen Killern überlasse und sie gefoltert wird oder noch schlimmer. Sie ist alles, was ich auf der Welt noch habe. Wir müssen eine Offensive organisieren und jede Sekunde zählt. Denkt ihr nicht, dass da persönliche Rache vielleicht beimischt? Der Grim Dawn hat mir meine Frau genommen. Elsa ist für mich wie eine Tochter und ich werde sie mir nicht auch noch wegnehmen lassen. So wie ich das sehe, muss Devil's Crossing diese Situation so bald wie möglich gelöst haben und ich will diesen Abschaum tot sehen, weil er mir Elsa genommen hat. Scheint so, als ob wir das gleiche Ziel haben, oder? Na schön. Gut. Haben wir einfach nochmal. Töte Edmund Shanks Doyle. Jut. Hier soweit alles fresh. Da kriegen wir noch was. Nein. Oh, hast du den Aufseher tatsächlich getötet? Er war so unheimlich. Jo, das hab ich. Wow, du bist wirklich mutig. Ich tu nur, was getan werden muss. Okay. Miss Constance hat gesagt, du hast den bösen Mann getötet, der all diese Monster gemacht hat. Können wir jetzt sicher rausgehen? Es gibt noch mehr Monster, aber ich werde mich darum kümmern. Gut, kannst du dich bitte beeilen? Alex und ich wollen draußen spielen. Ich werde mich gleich darum kümmern. So, Constance. Es tut mir leid, falls ich dich vorhin beleidigt habe. Ach, das bin ich ja gewohnt. Deine Ursprünge waren nur ein bisschen erschreckend, du Bauerntölpel. Ich habe gehört, dass du dich den Gefahren jenseits von Lower Crossing stellst. Könntest du mir wohl ein paar Materialien besorgen? Ja, sicher. Ich habe ja sonst nichts zu tun, außer die Welt retten. Was braucht ihr? Weißt du, vor dem Grim Dawn war ich Schneiderin. Nichts Besonderes. Habe gerade so viel verdient, um über die Runden zu kommen. Aber jetzt sehe ich die Gelegenheit, meinen Beruf zu nutzen, um hier etwas zu bewirken. Ich würde gerne ein paar neue Schutzdächer und vielleicht neue Kleidung nähen, falls noch genug Stoff übrig ist. Alex und Jane verdienen was Besseres als das hier. Wenn du bitte jeglichen Stoff einsammelst, den du findest, wären die Leute hier sehr dankbar. Das Hafengebiet in Burwich wäre für den Anfang ein guter Platz zum Suchen. Ich werde den Stoff holen. Drei Stoff sollen wir holen? Wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben zwei, ne? Aber wir haben zwei in Burwich. Aber wir haben doch schon alles abgesucht in Burwich. Also wir können doch nochmal kurz hingehen. Burwich Project. Wir haben doch da schon alles mitgenommen. In Burwich? Und das sagt ihr jetzt erst? Wahrscheinlich, weil wir ihn freigeschaltet haben jetzt. Okay. Burwich. Außenbezirke von Burwich. Dorf Burwich. Dann gucken wir mal nach. Da sind die ganzen Monster natürlich wieder respawned. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. Ernsthaft? So, die Sachen, ganz ehrlich, das können wir ruhig mal mitnehmen hier. Ach, der ist ja auch schon tot. Oh, die sind auch wieder zurück, verstehe. Ah, okay, aber das Gute ist, mit den Ätherkristallen, wenn man die sammelt, können wir später wieder neue skillen. Ganz ehrlich, ich sammle mal keine Items gerade. Wir kriegen eh nichts Besseres für uns. Und verkaufen mach ich mal gerade nicht. Ich eile mal gerade ganz kurz ein bisschen durch. Oh, cool, dass es nicht geht.
Nice. So. Wo soll ich denn hier den Stoff herkriegen? Zauberstab der Verbrennung. Hätte auch durchgehen können. Ich suche jetzt hier mal ein bisschen ab. Aber wir waren hier eigentlich auch schon... Also eigentlich haben wir wirklich alles schon abgesucht. Ich gucke jetzt eigentlich nur, ob wir irgendwo Stoff kriegen. So. Moin. Hier los. So, hier gibt es ein leckeres Essen, das haben wir übersehen. Und oh, eine Kiste. Aber so richtig Stoff ist hier auch nicht. Okay, komm, grün nehme ich mit. Was soll's? Was soll der Geiz? Bei grün Eis. Oh, hier ist ein bisschen. Ja, gut, Schrott, aber kein Stoff. Sammle Stoff. Ich glaube, in den nordwestlichen Ländern. In den nordwestlichen Ländern kriegen wir auch keinen Stoff. Ciao. Hier kommen wir. Ach, das war wieder. Ach, Mann. Ich hasse dieses Dorf. Das ist so konfus einfach, wo es dann so lang geht. Und dann müssen wir hier wieder außen rum oder. Hier lang kommen wir, glaube ich, nicht, ne? Da kommen wir nur da lang. Ist so. Ja. Wenn man wenigstens durchkommen würde. So, dann machen wir mal ein bisschen eine Düdelfolge für die eine Quest, für den Stoff. Froststahl kann ich mitnehmen. Staubiges Lesepult. Auch da haben wir schon alles eingesammelt, wie man sieht. Ich wüsste nicht, wo wir hier noch Stoff herkriegen sollen. Und das Praktische ist auf der Map, guck mal, da wo wir jetzt lang gelaufen sind, das ist alles so grün. Und da wo wir jetzt nicht mehr lang gelaufen sind in dieser Session, das ist dann alles so gräulich. Also können wir jetzt immer noch ganz gut nachvollziehen, da geht's nicht lang, ne? Nee. Wo wir waren, wo wir nicht waren. Ich gehe mal hier in den Keller. Überfluteter Keller, natürlich. Moin. Ich weiß nicht, wo ich hier noch Stoff herkriegen soll. Kann es sein, dass wir da zu wenig bekommen haben, weil im ersten, als ich das erste Mal da rumgelaufen bin, da habe ich eigentlich zu viel gehabt. Und jetzt habe ich nicht genug. Obwohl ich eigentlich alles abgesucht habe. Das wundert mich ein bisschen. Sag mal, wieso komme ich denn da nicht durch? Und da fehlt uns noch irgendwas, ne? Da fehlt uns, glaube ich, noch ein Keller. Vielleicht haben wir da Stoff. Ich glaube, da gibt es noch einen dritten Keller, wo wir noch nicht drin waren, den wir wahrscheinlich übersehen haben, aber dachten, Mensch, da war ich eh schon drin. Wieder in dieser typisch überheblichen Manier so. Ah, da waren wir schon, das haben wir bestimmt schon gemacht. Welcher könnte das sein? Wir sind hier, das müsste dann eigentlich der da sein, ne? Ich guck mal. Ja, sicher. Hallo? Geht's hier? Sag mal, was ist denn da los? Ich glaube, es hackt. Wie komme ich denn jetzt in dieses... Sag mal, wer hat denn diese Häuser so komisch gebaut, dass die Eingänge immer irgendwo sind, wo man nicht hinkommt? Der Eingang ist hier, da kommt man hin. Da ist die Tür. Let's go! Hallo? Tatsächlich. Ich war hier noch nicht drin. Das ist ja richtig ekelhaft. Das wird jetzt alles ändern. So, Schrott haben wir da, aber keinen Stoff. Und ich glaube, wir kommen auch nicht durch, weil hier ist er jetzt gleich. Wir wissen es ja. Ach so, jetzt kommt man da durch. Der. Moin.
das gute Illumin, aber Stoff haben wir trotzdem nicht. Schön, dass wir das weggemetzt haben, aber hier Leichenstaub, auch sehr angenehm, aber Stoff haben wir jetzt immer noch keinen. Ich will doch nur ein bisschen Stoff. So, nüschte, nüschte, hier ist überall nüschte. Tote, stinkende Tiere, aus denen ich mir nachher noch schöne Schuhe mache, so Hauspantoffeln. Einfach mit dem Fuß durch den Mund treten und die Gedärme aus dem Arsch schieben. Und schon hast du wunderbare Winterpantoffeln. Das ist ganz einfach, das ist richtig homemade. Do-it-yourself-Video mache ich da auch noch direkt. Ja, hier ist sonst aber... Tag! Mutagenes Sekret. Auch zu Weihnachten eine schöne Idee. Ja, was ist denn da los? Freunde, hört doch mal auf jetzt. Das muss doch nicht sein. Hey, Schrott, endlich mal Schrott. Jetzt sind wir hier hinten im Haus. Das ist natürlich ganz formidabel. Da waren wir, glaube ich, ja auch schon. Also wenn ich jetzt was übersehe, wie Lebensessenz gerade, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, das ist, glaube ich, nicht so, momentan nicht so wichtig. Na, treff ich den? Jetzt treff ich den. Sind doch ganz schön viele hier, ne? Aber ich weiß halt nicht, wo ich Stoff herkriegen soll. Verfaulende Felder, da wären wir wieder. Kann es sein, dass es mehr werden? Je mehr wir leveln quasi, desto mehr Viecher laufen hier dann rum oder so, oder keine Ahnung. Ich laufe noch mal ein bisschen da oben rum. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen einen Stoff. Ich bitte dich, Spiel. Einen einzigen Stoff. Ein Stoff muss doch hier irgendwo rumliegen. In diesem ganzen, im ganzen Dorf. Stoff, Junge. Bitte gib mir Stoff. Oh, geiler Stoff. Liebenswerter Stoff. Süßer Stoff. Vergiftete Keule. Ja, eigentlich können wir die gelben Sachen dann doch... Nee, will ich nicht. Nee, ich will einfach nur Stoff suchen. Hör auf, deine Prinzipien zu verraten. Kalte. Die Kalten sollen eigentlich stärker sein. Das Gute ist aber, dass wir ja auf Feuer geskillt haben. Da sind die Kalten jetzt nicht ganz so krass. Und da draußen noch eine Kiste. Vielleicht ist da ja Stoff drin. Die haben wir noch nicht geöffnet. Guck mal. Vielleicht ist da ja Stoff drin. Nein. Kaltstoff. Gut, wo war denn die Luke? Luke? Da. Da unten waren wir aber auch schon, ne? Ich gehe einfach nur mal runter, um... Ja, da wird das ja heute... eine richtig stoffige Folge. Hey, Razorback. Moin.
Rossstahl, Lebensessenz nehme ich auch nochmal mit. Ist das heute einfach so eine kleine Zwischenfolge, wo wir uns weniger der Story widmen, als einfach nur dieser verzweifelten, blöden Quest? Oh, moin! Erbeutete Handschuhe, sonst ist hier aber auch nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Oh! Finde ich voll geil, aber ich will echt nur Stoff. Toll, drei grüne Sachen, feiere ich immens. Ja, hier haben wir doch die Dingens... War das hier? Ich weiß gar nicht. So, da geht's wieder hoch. Holztür, okay. Immer noch kein Stoff, du. Immer noch kein Stoff. Ich suche nur Stoff. Jahr 2019 fängt ja echt super an für mich. Nein, Quatsch. Von so ein bisschen Stoff lasse ich mich nicht aufhalten. So, also hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Wir waren ja eigentlich schon überall. Da drüben, was ist das da drüben, frage ich mich. Das ist wahrscheinlich hier, ne? Da, wo wir noch nicht rüberkommen. Scheiße. Mit dem Arkan-Ritual. Jetzt haben wir die Stadt gleich nochmal auseinandergenommen. Ja, moin! Nee, 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 nee. Was abgeblockt. Okay. Gut, ich gucke jetzt ganz ehrlich, also hier, ich gucke jetzt hier nochmal ein bisschen, aber dann ist auch gut. Ach, das ist er wieder mit seiner, der Gruselmann mit seiner Puppe. Hier. Alter, der kleine Walter oder wie der hieß. Aber gut, der hat ja offenbar einen wegbekommen. Weil wahrscheinlich seine Frau und sein Kind einen leichten Anfall von Tod hatten. So. Moin. Moin. Was macht er denn da? Was machen die denn da? Hallo! So, Flammenflut hat Stufe 3 erreicht. Das finde ich sehr gut. So, hier geht's nicht weiter. Ich frage mich halt... Obwohl, Stoff ist doch sowas wie Schrott. Eigentlich müsste man das doch noch ein paar Mal finden, oder? Schrott finden wir ja auch ohne Ende. Das ist ja so ein Special-Item quasi wie Schrott. Ist nicht so, dass es abgezählt wäre oder so. Wir haben nur immens viel Pech, wie es aussieht. Was ist denn los hier, hm? Alter, was ist denn hier los? Okay, gelevelt haben wir auch aus Versehen. Wollte ich gar nicht. Das gibt uns ja immer mehr Feuerschaden. Da, da, da. 12 Meter Radius, 12 Feuerschaden, Berührung durch die Flamme. 1 und 2 können wir aktivieren immer.
Probiere ich mal aus. So, zwei. Das war das hier, ne? I can't do that yet. Achso, jetzt können wir wieder das hier machen. Ach, wir haben jetzt beides bereit. Okay. Bei zwei leuchtet unsere Hand hier offenbar. Hat jetzt aufgehört. Und jetzt fängt es wieder an. Okay, haben wir beides hier. Zack, zack. Berührung der Flamme. Probieren wir mal weiter. Auf der Suche nach Stoff. Alter. Fetz. Also wir kriegen hier immer noch XP, so ist es nicht, ne? Also man sieht es sogar am kleinen Balken da unten. Oh, okay. Ein paar Sachen zum Sale kriegen wir auch. Also falls man irgendwie noch leveln will oder so, ach guck mal. Oder auch für sowas hier ist es natürlich ganz gut. Hier finden wir eine Falltür. Weißt du was? Was soll's? So. Gehen wir mal rein. Wir suchen nach Stoff. Wir kriegen keinen Stoff, oder? Ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll. Wenn wir jetzt keinen Stoff kriegen. Wenn wir keinen Stoff kriegen. Oh, hier haben wir eine Kiste nicht geöffnet. Wenn wir keinen Stoff kriegen, weiß ich nicht, wie wir dann fortfahren sollen. Weil wir die Quest ja nicht machen können. Oh, was ist das denn hier Schönes? Ah, kein Stoff. Okay, das sieht echt cool aus. Und tatsächlich, ich habe einfach immer beim Spielen hier, habe ich irgendwie so harte Dungeon Siege Spiels, habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Schrott. Ich finde ohne Ende Schrott, aber ich finde nicht einen einzigen verquanzten Stoff. Weißt du, es ist ja nicht so, dass die Leute keine Hosen oder sonst irgendwas hatten. Oder dass es da vielleicht nicht irgendwie Händler für gab. Schrott, Schrott. Ey, das ist doch wohl so nicht wahr. So ein Hohn. Ort. Bitte Stoff. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso kriege ich da keinen Stoff? Alles nur kein Stoff. Und das sind Kisten, die hatten wir noch nicht, so Truhen. Oder sind die wieder neu da? Weil dann würde ich nochmal zu den komischen Blutsbrüdern da gehen. Wie heißen die nochmal? Weißt du schon, Blutsbrüderts. Weißt du schon, die Blutbeschworenen, Geschworenen. Oh. Ja, das war jetzt hardcore. Moin. Oh. Wir finden alles, aber kein fucking Stoff. Okay, was soll ich mal Folgendes? Wir haben hier, glaube ich, schon wieder ein bisschen was gesammelt. Aber ganz ehrlich. So eine Runden kann man gut machen, wenn man irgendwas braucht, ne? Kann man echt gut mal kurz sammeln gehen. Das funktioniert offenbar ganz gut. So. Achso, wollte ich ja hier mal. Na egal. Es spielt momentan keine Rolle. So, la. So. Da ist doch noch was. Rucksack des Wandergesellen. Der hat doch bestimmt Stoff dabei. Der hat keinen Stoff. Wandergeselle ohne Stoff dabei, das glaubst du selber nicht. Weil das ist jetzt fast schon illegal. So weltfremd ist das. Okay, wir kommen zu unserem Freund Warden Creek. Oh. Da ist er schon tot. Also nicht bei. Das war gerade der andere Typ. So, ich warte kurz.
So, alle tot. Versengende Glut, beschädigte Klaue, alles klar. So. Wir kommen diesmal ein bisschen schneller durch als letztes Mal. Okay, und hier ist auch nichts mehr, ne? Aufseherkriegstagebuch haben wir auch schon gesammelt. Hier ist nichts mehr. Und der Krieg hat natürlich auch keinen Stoff dabei. Nichts. Wir haben das ganze Dorf. Das ganze Dorf haben wir abgesucht. Das ganze Dorf. Und wir kriegen nicht ein Stück Stoff. Das ist eigentlich mega unüblich. Also das ist wirklich schon immenses Pech. Das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Dankeschön. So, ich nehme hier noch die Sachen mit, die wir vorher nicht mitgenommen haben. Da unten waren wir noch nicht. Auch noch ein relativ großes Areal, das wir noch nicht gemacht haben hier. Also wir wollten ab, unabhängig davon, wollten wir sowieso mal wieder zurückkehren. Das wollten wir eh machen. Oh. Um hier die Sachen abzusuchen, die wir noch nicht gemacht haben. Vielleicht gibt es ja sogar, man glaubt es nicht, aber vielleicht gibt es ja sogar ein Stück Stoff. Was war denn das hier gerade? Oh! Das war jetzt aber eher Glück. Und kein Stoff. Schädelfetisch, tolle Sache. Moin! Da unten kommen wir gerade nicht rein. Wie sieht's hier aus? Was ist mit euch da draußen? Ihr habt ja noch Zeit, hm? Mal ganz kurz ein bisschen warten. Ich bin sofort bei euch. So, zack. Dann lass uns mal spielen, hm? Ein bisschen unvorsichtig die ganze Zeit, aber ich... Ganz ehrlich, ich will eigentlich nur Stoff finden. So. Haben wir unten noch irgendwo was? Was war denn das gerade für ein Geräusch? Warum ist hier noch ein Raum, der eigentlich leer ist? Einfach nur so. Schade. Oder war der... Nee. Ich dachte, vielleicht kann man auf der Map sehen, dass da irgendwie eine Geheimtür ist oder so, aber leider nichts. Da. Ciao. Uff. Der Adler hat auch ein bisschen was abgekriegt. Also offenbar war hier unten noch eine Menge Zeug zu erforschen. Das hat man beim ersten Run alles durchgelassen oder ausgelassen. Nicht, dass es sonst nicht spannend wäre, aber wir haben es halt nicht gemacht.
So. Hier waren wir dann aber wieder. Und wir haben immer noch keinen Stoff. Nichts. Rein gar nichts finden wir. Ein paar lumpige Eisenstücke. Und ich verstehe es nicht. Schrott finden wir halt überall. Wir finden die ganze Zeit Schrott ohne Ende. Aber wir finden einfach... Ja, ihr wisst ja. Entschuldigung, ich will mich da jetzt echt nicht wiederholen. Oder so ein Gebet draus machen. Schrott. Aber ein bisschen frustrierend ist es halt doch. So, hier unten kommen wir gar nicht weiter. Wir müssen dann erstmal oben rum. Ich frage mich, ob Endbosse dann auch wieder da sind. Ich glaube nicht. Oder? Also kann man jetzt den Aufseher Krieg? Kann man ihn jetzt nochmal umbringen? Da geht's jetzt runter. Wir haben immer noch nicht alles. Okay, komm, weißt du was? Scheiß drauf, wir machen das heute nochmal. Aber ich habe jetzt wirklich... Eigentlich habe ich echt keine Lust, mehr als eine Folge dafür aufzuwenden, ein Stück Stoff zu suchen. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Jetzt haben wir diese Folge. Ich war so... Ich habe mich so gefreut, dass wir in den Nordwesten gehen und dann... Oh Mensch, hier Stoff. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Okay. Okay, cool, dass wir es gefunden haben. Ein Secret. Aber selbst im geheimsten Geheimstash gibt es nicht die eine Sache, die in diesem Königreich so unglaublich selten ist. Es ist der Stoff. Moin. Oh, jetzt geht's. Den nehme ich auch noch mit. Tja, damit hätten wir jetzt hier fast alles aufgedeckt. Den Gang müssen wir noch mal kurz aufdecken. Ach, weißt du, komm, nehmen wir auch noch mal mit. Immer in der Hoffnung, dass er irgendwas Spezielles dabei hat. So. Nix. Rein. Gar nichts. Da unten geht's noch rein. Da ist auch noch Essen. Scheiße, nett. Nix. Wie kommt denn da oben hin? So, hier durch, da hinten zurück. So. Also ich nehme Wetten an. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge noch Stoff finden. Ich würde das dann vielleicht einfach zwischen den Folgen machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie. So. Ich finde es hier ganz interessant, hier rumzulaufen, ne? Nochmal so ein bisschen. Ja, nochmal ein bisschen Schrott zu sammeln.
Also ich finde es tatsächlich ganz interessant, hier nochmal rumzulaufen. Ich habe das Gefühl, guck mal, wir leveln ja auch tatsächlich. Also wir können so, wenn wir hier nochmal rumlaufen, kann man nochmal ganz gut aufleveln. Wenn man das möchte, oder Heiltränke farmen oder was auch immer, das geht auch. War's das? Ja. Kochendes Blut, vielen Dank. Also das ist eigentlich schon mal ganz cool so, aber ansonsten würde ich lieber gerne in der Story weiterkommen. Weil was wir halt machen, ist einfach rumlaufen, alles platt machen. Ja gut, eigentlich das, was wir immer machen. Halt, nein, da ging es nicht weiter. So. Nein. Was haben wir? Scheiß Labyrinth. Tja. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt jetzt echt nicht, ob ich, soll ich versuchen, zum Aufseher Krieg zu kommen? Na toll. Na, ich hasse alles. Weißt du was? Das mit dem Stoff machen wir vielleicht später mal, oder ich mache das wirklich offscreen. Weil sonst dauert das wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe das Gefühl, das dauert ein bisschen zu lange. Und wir sind jetzt quasi durch ganz, also in dieser Folge sind wir durch ganz Burwich durchgelatscht. Bis irgendwo nach oben in die Estates. Haben alles auf den Kopf gestellt und wir haben nichts gefunden. Das ist ein bisschen blöd. Dann würde ich sagen, ich verkaufe mal zwischen den Folgen ein bisschen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann wirklich mal in die neuen Ländereien hier. Ja. Hier links hoch. Und machen das alles. Oh Mann, hier wird's lustig. Da kommen einige lustige Sachen. Und wir werden uns auch mal nach Port Valbury vorwagen. Ich hoffe, wir sind dafür schon bereit. Ich weiß noch nicht genau. Wir probieren es einfach mal. So, naja. Schade, dass wir keinen Stoff gefunden haben. Tut mir leid. Aber das konnte ich leider nicht beeinflussen. Dafür haben wir eine Menge hiervon gesammelt. Da ist natürlich ein Träumchen. Ist aber nur ein kleines Träumchen, wenn ich ehrlich bin. Aber immerhin haben wir hier wieder ein bisschen. Naja. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's dann aber wieder ein bisschen weiter. Bis dann, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und gehabt euch wohl. Tschüss.